Baron Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Was machst du da? Warum brennst du das durch? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Jahren. Es ist auch schon wieder in dich gefahren. Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen.
Leb wohl. Jungs, ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknöpfen. Die Alte vom Schmied, die mit der Zahnlücke. Die Dame, bitte um einen Fick. Ich rede von dem Kreischling. Geh mir aus den Augen. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Ja. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Bam, 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 bam. Ciri war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Hm.
Eine Widmung für den Baron und seine... Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ich wünsche euch die Pocken. Ich glaube, ich habe die Krätze. Ich bin schick. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Auf Wiedersehen. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Weiter so, Plätze. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Komm jetzt. Nicht so schnell, Plätze. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen.
Zufällig Wodka dabei. Los, lauf! Langsam. Langsam. Schneller. Nein, ich bleibe hier. Vielleicht sehe ich Hannah ja. Den Dreckskerl kriegen wir dran. Guck mal, da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster. Du siehst ja fertig aus. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch.
Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen? Jetzt reicht's mir aber. Alles durch! Verdammt! Stillgestanden, verdammt! Verdammte Scheiße! Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet.